Und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Davons Wacht und werden in der Folge das offene Verlies machen, das große allerdings. Und dafür müssen wir eigentlich, glaube ich, nur hier runter. Ich weiß auch gar nicht, wie es heißt. Aber das werden wir jetzt fuchs rausfinden. Ja, hat gut geklappt, Explorer. Bin stolz auf dich. Aber komm, wenn wir gerade hier sind. Brauchen wir ein bisschen Hickory. Kann man euch mitnehmen? Kann man euch zähmen? Nicht? Schade. So, dann müssen wir eine Etage tiefer. Wo war denn das? Das war hier, ne? Oder? Sucht am Schrein von Akatosh. Spreche mit Liesel. Ja, der will mit uns in Ödfels, nach Ödfels. Tötet Mimi. Oh, du Gott. Dafür müssen wir da auch bestimmt woanders hin, oder? Soll der Kollege hier auf dem Boot sein? Ja. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ja. Ja, müssen wir mit dem Bötchen wegfahren. Da müssen wir mit dem Bötchen wegfahren. Hier haben wir noch ein Bücherregal, wunderbar. Und noch eins. Na, hat es sich schon gelohnt, hier hinzugehen. Nach Dolchsturz. Ja, nee. Machen wir nicht. Wollen wir nicht. Tun wir nicht. So, wo ist der Eingang des Verlieses? War der nicht hier unten irgendwo? Guck mal, da ist eine Kiste. Ist ja. Hallo? Piranhas, keine Piranhas, dankeschön. Kommen wir hier hoch irgendwie? Bitte. Bitte, 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 bitte. Nee. Okay, dann nicht. Kommen wir irgendwo hier eventuell? Gut, dann hoffen wir mal, dass dieses Verlies gut besucht ist. Ansonsten müssen wir wieder die Mücke machen. Weil es doch schon ein bisschen hardcore dann sein wird, alleine. Hör ich dein Nirnwurz? Ja. Kräuter, die Musik machen. Das. Hallo. Krabbenpaul. Wow. Alter. Schauen uns eben noch ganz fix hier draußen rum. Ich denke, das Verlies wird sowieso über zwei Folgen gehen, deswegen können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Wir müssen da jetzt nicht so gestresst rein wie sonst. Hier scheint aber nichts zu sein. Da haben wir nur ein Erz. Noch ein Nirnwurz. Ja, dann komm. Ja, dann wollen wir mal auf ins Vergnügen. I hope so. Himmelsscherbe kriegen wir da drin auch wieder.
diese Truhe. Da war wahrscheinlich nicht looten, oder? Krähenwald entdeckt. Merkwürdige Truhe. Portal in den Krähenwald. Dies dann der Eingang zum Dungeon? Oh, ich ahne welches. Oh ja. Oh ja. Der Krähenwald. Einen Augenblick. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ja. Telvaril Uran. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, um mich anzugreifen. Nein, nein. Wenn ich sterbe, bevor ich das Portal stabilisieren kann, werdet ihr hier gefangen sein. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, da ich nun nicht mehr getötet werde. Was für Hilfe? Mein Vater Roland Taril wird vermisst. Er ist aus seiner Werkstatt in Davons Wacht verschwunden. Ich glaube, sein Verschwinden hängt irgendwie mit diesem Ort zusammen. Ich möchte wissen, wie diese Verbindung aussieht und ihn finden, wenn ich denn kann. Was wisst ihr über sein Verschwinden? Am einen Tag war er noch da und am nächsten war er fort. Seine Notizen nennen diesen Ort hier Krähenwald. Das ist der einzige Hinweis, den ich habe. Mir war so, als hätte ich ein Stück den Weg hinauf ein altes Haus gesehen. Könntet ihr dort einmal nachschauen gehen? Ich muss dieses Portal stabilisieren. Ja. Ich muss mich konzentrieren, oder das Portal wird sich schließen. Entschuldigt mich. Warum war das Portal, das mich herbrachte, als Truhe getarnt? Vielleicht habe ich das nicht richtig zu Ende gedacht. Ich hatte gehofft, so würden zufällige Passanten davon abgehalten, durch das Portal zu treten. Ich schätze, ich hätte es wohl als etwas Unscheinbareres tarnen sollen. Nun, man lernt nie aus. Wo ihr nun schon hier seid, könnt ihr mir helfen. Und wo bin ich hier? Wir sind in einer Taschendimension des Reichs des Vergessens. Alles, was ihr seht, ist aus Illusionen und Metaphern geschaffen. Selbst das Gras unter euren Füßen ist nur eine Erinnerung an Gras. Euer Verstand ringt darum, Sinn in dem Chaos um uns herum zu finden. Eine Taschendimension? Eigentlich ist Krähenwald ein Teil Immergraus. Einer der Domänen im Reich des Vergessens. Die Domäne des ewigen Zwielichts, über die die dätrische Fürstin Nocturnal gebietet. Ihr scheint eine Menge über das Reich des Vergessens zu wissen. Ich habe den Großteil meines Lebens damit verbracht, das Reich des Vergessens und verschiedene Methoden zu studieren, wie man dätrischen Bedrohungen begegnet. Das Tribunal ist auf der Hut vor Dätra und das nur zu Recht. Nichts Gutes kommt je aus dem Reich des Vergessens. Okay. Gut, und weit und breit kein anderer Spieler. Das wird, glaube ich, ein kurzer Auftritt. Was haben wir denn hier? Ausdauer, Regeneration. Wir haben noch leckere Essen gekriegt. Was haben wir hier? Lebensring. Wir können uns ja selber heilen. Wir brauchen Mana. So. Ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, wir sollten die Quest auch mal markieren, damit wir nicht... Bin mir nicht sicher, irgendwas war hier. Schicksal spricht... durchsucht das alte Haus. So. Noch ist alles friedlich. Hier rechts ist eine Bude. Kommen wir da irgendwie hin? Höre Geräusche. Wir gehen mal weiter. Ruhig bleiben, Freunde. Alles gut. Da ist nix. Was ist hier unten für eine Falltür? Hallo? Hier ist er. Verstecktes Nest. Mm. Wollen wir da rein? Explore, du bist schon drin. Ja, ich weiß. Okay. Seelenstein. Bindungszauber der Krähen. Seelenstein.
Okay. Wer weiß, wofür es gut ist. Da sind wir wieder. Ich glaube, der erste Part hier ist nur einfach. Die Flugviecher hinten wären ätzend. Lass mal gucken, Wolfi, was hast denn du drauf? Wir sind von da gekommen. Wir können jetzt da lang und wir können da lang. Hier ist ein Boss, glaube ich, ne? Kann das sein? Nein, ist kein Boss. Mein schwerer Sack. Aber irgendwas war doch hier. Ich weiß es nicht. Ist schon so lange her. Was haben wir hier? Eine Bärenhöhle. Nix. Das ist ein Boss, oder? Okay, wir gehen mal weiter. So, noch eine Höhle. Drei Wolfies. Böse Geräusche. Hallo? Okay, ein anderer Spieler. Mal schnell. Halt! Eindringling! Keinen Schritt weiter! Was ist los? Eine Krähe! Ihr habt die Domäne des Schwarzfederhofs betreten. Ihr müsst den Wegezoll entrichten. Fleisch oder Silber? Und wenn ich mich weigere? Dann, nun ja, dann wird es euch schlechter gehen. Vogeldreck auf eurer glitzernden Kleidung. Ja, genau. Und unablässiges Krächzen. Wir werden euch die ganze Nacht wach halten. Legt euch nicht mit dem Schwarzfederhof an, Eindringling. Ich werde mitspielen. Es gibt zwei Wegezölle, die ihr entrichten könnt. Den Wegezoll des Fleisches und den Wegezoll des Silbers. Wir nehmen den des Fleisches. Der Wegezoll des Fleisches verpflichtet euch, unsere Feinde, die verdammten Fledermäuse dieses Waldes, zu bekämpfen. Jedes Mal, wenn ihr eine Fledermaus tötet, dann stoßen wir herab, um uns an den zartesten Teilen der Fledermaus zu laben. Okay. Dann sprecht ja. Ungefähr. Dann werden wir uns an unseren Feinden laben. Sucht den Sehneschall des Aases auf, wenn ihr vier und vier der fliegenden Ratten getötet habt. Acht Fledermäuse. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. So. Brecht mit Telabri. Wo ist denn der jetzt? Ah, da kommt er. Okay. Unheimlich. Seht euch diesen Ort an. Er wurde absichtlich in. Ihr solltet vielleicht einen Blick auf diese Notizen werfen. Interessant. Warum war mein Vater hier? Und wer ist diese Hexe, von der er sprach? Sagt mir, was ihr jetzt vorhabt. Ich habe das Portal stabilisiert, aber das wird nicht von Dauer sein. Ich muss mich weiter darum kümmern. Würdet ihr zu diesem Hof gehen, den mein Vater erwähnte? Vielleicht kennt dort jemand sein. Ich werde den Schwarzfederhof finden. Jut. Findet den Schwarzfederhof höher. Da drüben ist jetzt nochmal eine Höhle. Da müssen wir hoch, ne? Was hat's denn mit diesen Höhlen auf sich? Nichts, okay. Vorerst. Oh,
Sonst haben wir hier nichts, ne? Tötet was? Tötet Eisenzahn? Bisschen Eisenzahn jetzt schon wieder. Verdammte Portalmagie, so unberechenbar. Hier sind wir gekommen. Portal nach Steinfälle. Hä? Hey. Boah, Spiel. Komm hier nochmal rüber. Frage. Okay, errichte Wegezoll, indem du 8 Fledermäuse. Ich hasse Spinnen. Nein! Okay. Bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil all die Weile der Explorer, der konzentriert sich dann immer. So. Hallo Fledermaus. Okay. Kommt ihr zusammen oder eher? Oh, alle drei? Ernsthaft? Oh Mann. Ich hatte das in schwieriger Erinnerung hier. Aber... nur eine einfache Truhe. Mann. Endlich erwacht. What? Der Krähenwald soll mir gehören. Okay. Wenn du das sagst. Ich doch. Freunde. Sprecht mit dem Senneschall. Okay, der ist höher. Dort ist er. Hier, der
Knappe sagte mir, ihr wollt den Fleischtribut entrichten. Ist das wahr? Ja, ist wahr. Ich habe den Wegezoll des Fleisches entrichtet. Der Hof ist satt und glücklich. Die Fledermäuse sind tot und wir haben gefressen. Augen, Flügel, Haut und Ohren. Solch zarte Happen. Wir sind zufrieden mit eurem Tribut, Ungefiederter. Der Herzog wünscht mit euch... Wohlan denn. Der Ungefiederte hat den Tribut bezahlt. Verkündet dies im ganzen Wald. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye-bye und ciao, ciao.